Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Cyberpunk 2077. Wir sind auf dem Weg zur Militech-Agentin. Der wollen wir jetzt mal begegnen. Zwielichtiges Treffen. Achtung, Leute. Meredith Stout. Ich vermute, das warst du am Apparat. Okay. Was ist hier los? Du Wichser, denkst du, kannst mich erpressen? Bedingungen stellen? Hast du noch was zu sagen? Lass deine verfickten Flossen von mir! Scheiße, Meredith! Halt's Maul! Ist das verfickte Teil fertig? Fertig. Jetzt beantwortest du meine Fragen. Wahrheitsgemäß, direkt. Bist du alleine hier? Ich verstehe dein Problem. Ich sag dir, wer alleine ist. Du. Ohne den Transport bist du erledigt. Und kein Schwein wird dir helfen. Kein Wort mehr. Geht nachsehen. Sofort. Jetzt hör genau zu. Dieses Stück Scheiße, Anthony Gilchrist. Ist er dein Kontakt? Hat er Infos zum Konvoi durchsickern lassen? Ich habe keine Verbindungen zu Militech. Hab keine Verbindung zu Militech. Nada. Ist wahr. Woher zur Hölle weißt du dann so viel? Alle Konzerne folgen denselben Regeln. Ich kenne das Spiel auswendig. Hör zu, ich weiß, wo der Transport ist. Ich kann dir helfen. Aber ich will eine Gegenleistung. Ich hab's doch gesagt, verdammt! Ich bin kein Verräter! Wie oft denn noch? Bringt ihn zum Schweigen! Lass mich sofort gehen, sonst ruf... Den könnt ihr loslassen. Will wissen, was er zu sagen hat. Geht doch. Hätten wir nicht gleich nochmal reden können? Hättest du nicht gleich locker bleiben können? Halt deine Scheißfresse. Was willst du? Du willst Infos, ich will einen Bot. Wie wär's mit einem Deal? Ich brauche einen Bot. Einen Flathead. Die Typen, die dich abgezogen haben, haben ihn. Wenn ich den Bot krieg, zeige ich in die richtige Richtung. Hast du einen Plan, wie du sie handhaben willst? Könnte ihn mir einfach holen. Mit Gewalt. Aber sie erwarten eine Bezahlung. Wäre also auch eine Möglichkeit. Gut, zweiteres. Unter einer Bedingung. Du bezahlst mit unserem Geld. Der Chip ist doch infiziert. Agieren bei Militech alle so dezent wie du? Da ist ein Virus auf dem Chip, ganz klar. Das stimmt. Wenn was schief läuft, werde ich durchlöchert wie ein Sieb, nicht du. Zeit mit offenen Karten zu spielen. Was ist da drauf? Spionage-Malware verfolgt Finanzbewegungen. Nichts, worüber du dir Gedanken machen musst. Okay, wir nehmen den Credit-Chip mal. Klingt zumutbar. Bin dabei. Manche Splitter, die du in der Welt findest, enthalten hinter Datenverschlüsselung verborgene Informationen. Um einen Splitter zu entschlüsseln, musst du ihn entweder über die Benachrichtigung gleich nach Erhalt öffnen oder ihn später im Tab Splitter in deinem Journal im Hauptmenü auswählen. Wähle dann Sicherheit hacken, um an die Geheimnisse des Splitters zu gelangen. Bezahl einfach mit dem Chip. Mehr musst du nicht tun. Da hätten wir ihn schon mal. Wir können mal versuchen, ob das klappt hier. Entfernt die Malware, die den Splitter infiziert hat. Erstellt eine Kopie des Dämons, mit dem der Splitter infiziert ist. Wäre cool, wenn wir alles irgendwie schaffen, aber... Ah, wir haben ein bisschen mehr Puffer auf jeden Fall. Können es versuchen. BD, BD, FF, 55. Warte mal, BD... BD, FF, 55,
C1, C9. Den könnten wir nehmen. Dann kriegen wir nämlich beide hier. Eigentum von Militech. Unautorisierter Zugriff streng verboten. Okay. Eddie ist auf dem Cratchit sind gesäubert. Und wir sehen uns schneller wieder, als dir lieb ist. Du hast einen Fehler. Die Schlampe ist schon so gut wie tot. Und sie wird dich mit runterhalten. Okay, wir haben die Malware entfernt auf dem Credit Chip. Wir können den also nutzen und damit bezahlen. Ohne dass der Virus seine Arbeit macht. Geht's denn hier lang? Achso, da ist eine Sackgasse. So, wir können uns mit Jackie treffen. Dann machen wir das doch mal. Eigentlich auch noch mal kurz Sachen verkaufen. Ich parke hier mal kurz. Achso, der ist irgendwo oben weiter. Aber wir gucken mal, vielleicht kommen wir da ja hin. Ah, hier ist er. So, verkaufen. Da können wir dann unseren ganzen Junk einmal verkaufen. Ja, 18 Junk Items und wir bekommen hier 1081 Euro-Dollar. Und ja, ein paar Gewehre könnten wir noch verkaufen vielleicht. Aber die können wir notfalls auch zerlegen. Da kriegen wir dann Materialien für. Genau, ich wollte erstmal den Junk verkaufen und alles andere gucken wir dann spontan. Night City ist für seine Gewalt berüchtigt. Für viele Bewohner der Stadt ist es ein gewöhnlicher Teil ihres Alltags. Ah ja, okay, weil hier gerade was passiert. Oh, die schießen auf uns jetzt. Schnell weg. So, und hier wollen wir hoch. Hören, was du rausgeholt hast. Hi, Jackie. Schönes Bike. Was gibt es zu T-Bug? Gibt es ein Lebenszeichen von T-Bug? Habt ihr geredet? Ist up to date und scharf auf die Arbeit mit Dex. Bereitet sich schon vor. Die beiden kennen sich. Haben bis zu Dex Pause zusammengearbeitet. Wartest du schon lange? Wartest du schon lange? Mi madre meinte immer, Geduld zahlt sich aus, also? Maelstrom, wir müssen uns mit ihnen treffen. Dex hat die Maelstromer schon für den Konzernbot bezahlt. Aber wer weiß, ob die Gangster ihn tatsächlich rausrücken. Er hat im Voraus bezahlt? Ichule. Ach, scheiß drauf. Lass uns das Teil holen. Hast du schon einen Plan? Wir zahlen nochmal, aber mit dem Militech Credit. Militech und ich sind uns einig geworden. Sie übernehmen die Kosten für den Bot. Echt schade um das ganze Geld. Vergiss es, Jack. Das hat nie uns gehört. Und wer weiß, ob der Deal überhaupt zustande kommt. Okay, ab in die Höhle der Borgbestie. Ja, los geht's. Na dann, reden wir mal mit den Wichsern. Na gut, klopfen wir bei ihnen an. Mal sehen, ob sie aufmachen. Ich hasse diese Cyborg-Wichser. Warum ausgerechnet die?
Ah, diese Gangs sind doch alle gleich. Oh, nimm die Valentinos. Die glauben an Gott und die Santa Madre. Ehre bedeutet denen was. Du weißt, was sie wollen, wie sie es bekommen und was sie so richtig anbieten. Kenn euch nicht. Dex schickt uns. Wir wollen mit Royce sprechen. Dex schickt uns. Hauptraum, wir warten schon. Wie gemütlich. Fehlen nur noch ein paar Grünpflanzen. Oh ja, wirken verdammt gut vorbereitet. Hab noch nie so eine gut gesicherte Fressfabrik gesehen. Das muss Ausrüstung vom Konvoi sein. Allfoods, da sind wir gerade drin in der Halle, beziehungsweise in der Produktionsstätte hier. Allfoods Produkte sind nicht nur gesund und nahrhaft, sie sind unsere Zukunft. Schon bald bringt Allfoods eine neue Produktreihe auf den Markt, die ideale Ergänzung zu EC Beef sein wird. Die neuen Fleischprodukte basieren auf Plattwurmkulturen, die nachgewiesenermaßen den Stoffwechsel ankurbeln, Gewichtszunahme entgegenwirken und den Verdauungstrakt entgiften. Wir glauben fest daran, dass die Plattwurm-Initiative Allfoods die nächste erfolgreiche Generation Fleischprodukte einläuten wird. Sind okay. Sicher wie Maden über rohes Fleisch hergefallen. Was haben wir denn da? Hey, was war da drin? Ein Militech-Laster. Dachte, diese Cabrones hätten ein paar Kisten abgegriffen. Nicht den ganzen verfickten Laster. Ja, wir gucken uns hier abseits natürlich so ein bisschen um, ja. 75 Jahre Cyberware von Tsutsumu Takahashi. Einführung: Noch vor einem Jahrhundert war der Verlust eines Beins oder Arms eine Tragödie, denn es bedeutete, mit einer dauerhaften Behinderung, körperlicher Beeinträchtigung und oft chronischen Schmerzen leben zu müssen. Zudem litten Menschen mit Behinderung oft unter Diskriminierung, und zwar bewusster, zum Beispiel bei der Jobsuche, und unbewusster, zum Beispiel fehlende Barrierefreiheit durch schlechte Infrastruktur. Heute ist der Verlust von Arm und Bein nunmehr ein lästiges Übel, vorausgesetzt, der oder die Betroffene ist finanziell stabil. Vor einem Jahrhundert war es Arbeitgebern erlaubt, ihren Mitarbeitern Dresscodes und Frisuren vorzuschreiben bzw. Piercings und Tattoos zu verbieten. Es war gang und gäbe, Arbeitnehmer mit illegitimen Mitteln zu höherer Produktivität anzutreiben, beispielsweise mittels Anti-Schwangerschaftsvorschriften. Gleichzeitig war es damals weder gesetzlich erlaubt noch anders möglich, sich näher mit den Körpern seiner Mitarbeiter zu befassen. Mit dem Aufkommen der Cyberware in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts begannen Arbeitgeber, ihren Mitarbeitern Vorgaben hinsichtlich Haut, Knochen, Muskel, Organe und Augenersatzprodukten zu machen, um so Leistung und Effizienz zu steigern. In extremen Fällen werden Angestellte im Sicherheitssektor dazu angehalten, sich an den sogenannten vollen Körperkonversion oder voller Cyborgisierung zu unterziehen. Vieles hat sich geändert, seit vor etwa 75 Jahren die ersten kybernetischen Implantate auf den Markt kamen. Einige Experten der Technologiegeschichte sind der Überzeugung, Cyberware beeinflusse den Fortschritt positiv. Andere behaupten das Gegenteil. In diesem Buch versuche ich, die guten wie schlechten Veränderungen für unsere Privat- und Berufsleben näher zu erörtern und im Zusammenhang zu setzen. Wie hat Cyberware uns in die heutige Zeit begleitet und wohin geht die Reise? Ja, da kann man sich natürlich drüber streiten, über diese ganze Thematik. Ne? Das hat alles seine Vor- und Nachteile natürlich. Ne? So, da ist Jackie wieder. Was haben wir denn hier? Lasermine. Antipersonenmine. Schrapnellschleuder mit Zielerfassung. Wunderbar. Dezent. Da sind noch mehr. Ah, okay, die gehen auch aus gerade. Ah ja, und da kommen wir in den Fahrstuhl runter. Schon ein paar Wachen hier. Okay.
Da ist einer. Ich markiere die jetzt einfach mal. Für den Fall der Fälle. Guck mal, Kameras können wir ausschalten. Cool bleiben. Die wollen uns nur einschüchtern. Okay. Cool bleiben wir. Denk dran, wir sind in ihrem Terrain. Also, was wollt ihr? Wo ist Royce? Wir wollen Royce sprechen. Business-Kram. Mr. Royce ist beschäftigt. Müsst mit mir Vorlieb nehmen. Wir sind für den Flathead hier. Ihr habt einen Bot. Modell MT-0D12. Auch Flathead genannt. Und? Was geht euch das an? Mein Boss hat Brick schon dafür bezahlt. Wir sind nur zum Abholen da. Ich kann auch mit Royce sprechen, wenn nötig. Nope, du redest mit mir. Mein Name ist Dum Dum. Aufs Sofa, setzen. Gilt auch für dich, Fleischklops. Ich stehe lieber. Ist das so schwer? Aus verfickte Sofa mit deinem Fettarsch! Zwing mich. Dachte schon, du fragst nie. Pack deinen Arsch aufs Sofa, wenn du keine Kugel im Hirn willst. Jack, was ist los? Mein Gott, Jack, was ist los? Primerito, gefällt mir sein Tonfall nicht. Segundo, ist man sitzend ein ziemlich leichtes Ziel. Pack deinen Arsch aufs Sofa, wenn du keine Kugel im Hirn willst. Jack, setz dich. Das nimmt kein gutes Ende. Scheiße. Also gut. Na los, entspannen wir uns. Nimm Zug. Was ist das? Was kann die? Es Kief. Der Scheiß haut richtig rein. Richtig abgefuckter Flash. Musst du selbst erlebt haben. Komm schon, versuch's mal. Na, nee, lieber nicht. Danke, brauche ich nicht. Keine macht den Drogen. Was, Süßer? Hier ist er, der Flathead, Modell MT-0D12. Militech wird nicht danach suchen? Militech wird nicht danach suchen? Scheiß auf Militech! Sollen sie es doch versuchen! Wir haben die Seriennummer entfernt und alles mit unserer Software entsperrt. Sobald er dir gehört, gehört er echt dir. Okay, zeig ihn mir. Ich muss ihn sehen. Nur zu. Ziemlich heißes Teil. Dynamische Thermaltarnung. Perfekte Wahrnehmungsimmersion durch Raven-Steuerung. Aufgemotzte Prototypantriebe aus einem Titan-Vanadium-Aramid-Gemisch. Und sieh dir das an. Voll integrierter Link. Wenn die Spinne die Wände hochklettert und dann von der Decke baumelt, kommt einem das Essen wieder hoch. Und? Was denkst du? Ja, wird reichen müssen. Wird reichen müssen. Du bist aber scheiße wählerisch. Dann her mit dem Geld. Brick hat es. Alles schon bezahlt. Brick hat es. Also ich sehe Brickfick hier nirgendwo. Du etwa? Okay, scheiß auf Brick, machen wir einen neuen Deal. Scheiß auf Brick, machen wir einen neuen Deal. Ha! Sehr guter Geschäftssinn! Also gut, du willst den Flathead? Dann rückt die Eddies raus. Militech Splitter. Chill mal, hier sind sie. Einfach so? Ohne mit der Wimper zu zucken? Ich brauche den Bot.
Ich gebe dir den Chip, du mir den Bot. Ganz easy, ohne Komplikationen. Sieh sich einer diesen verdammten Pfadfinder an! Kennst den Club-Codex wohl auswendig, was? Weißt du, du hast gar nicht gesagt, wer euch geschickt hat. Für wen ihr arbeitet. Wir arbeiten für Dexter DeShawn. Dexter DeShawn! Der Fettsack, der wie beknackt halb Pacifica gefickt hat. Also ist er nicht tot. No, ganz im Gegenteil. Und er lässt schönen Grüße. Was ist? Nimmst du mein Angebot jetzt an? Wir zahlen mit dem Militech-Chip. Kurz, hier ist das Geld. Was? Ich leg sogar noch ein Geschenk obendrauf. Militech ist euch auf den Fersen. Und zwar dicht. Was? Der Cred-Chip hat einen Virus. Keine Sorge. Hab ihn entfernt. Prüf ihn. Diese Assi-Fotze. Jetzt muss ich mich um den Scheiß kümmern. Nehmt den Scheißbot und verpisst euch aus meiner Fabrik! Okay. Wenn das eine Scheißfalle ist, mache ich Fleisch aus dir! Nova, dann haut ab! Und hey, sagt Dex Hallo von mir, sobald ihr fertig seid, seinen Schwanz zu lutschen! So ein Stück Scheiße! Was zum... Scheiße! Militech! Lasst uns von hier verpissen! Mir nach! Militech hat es nicht mit dem Chip geschafft. Also kommen jetzt die Großhängeschosse. Ist sowieso eher ihr Stil. Kommen wir hier rein? Nee. Okay, wir schauen uns noch so ein bisschen um. Was haben wir hier Schönes? Können wir mal gucken. Da sind noch Nachrichten drauf. Vernünftiges Angebot. Hab gehört, du bist an gute Ware gekommen, die du selbst behalten willst. Ich respektiere dich, Lucius. Ein Mann braucht Ambition, aber das ist eine Nummer zu groß für dich. Die Ware ist heiß und wenn du sie nicht schnellstens los wirst, verbrennst du dir die Finger. Ich mache dir ein für beide Seiten faires Angebot und garantiere dir Diskretion. Denk darüber nach. Royce ist ein Raubtier. Lass ihn nur eine Sekunde aus den Augen und er zerquetscht dir die Luftröhre wie eine Dose Bier. Mein Rat, eine Kugel in den Kopf, am besten von hinten, ist das Risiko nicht wert. Ende aus. Ich erinnere mich nicht, dich um Rat gefragt zu haben. Bin seit 5 Jahren im Geschäft. Das macht mich quasi zu einem gottverdammten Methusalem. Typen wie Royce können mir nichts. Huch, so. Okay, wir können entweder die Wartungstunnel nehmen oder hier raus, vermutlich. Gehen wir mal hier lang. Was haben wir hier? 1000 Schläge pro Sekunde. Ich konnte meinen Augen nicht trauen. Für einen kurzen Moment dachte ich, dass Jessica sie gegen beschädigte Kiroshis ausgetauscht hatte, während ich schlief. Aber nein, so etwas würde sie nicht tun. Ich blinzelte. Keine Veränderung. Da waren sie direkt vor mir. Die offenen Klappen von Jasons Chromschädel. Ich sah das elektronische Hirn, das noch bis eben von perfekt imitierter Synthhaut bedeckt gewesen war. Der Sohn des CEOs von FutureTech, der Mann meiner Träume, Jason, war ein Android. Scheiße. Ich saß da, blickte dümmlich vor mich hin und Jason starrte zurück. Ich konnte nicht anders. Ich fragte mich, wo seine schönen blauen Augen waren, mit denen er mir den Kopf verdreht hatte. Waren sie nichts als Imitate, gesteuert von irgendeinem Emo-Algorithmus? Hatte es hinter ihnen nie echte Gefühle gegeben? Nicht ein einziges Mal? Alex, es ist nicht, wie du denkst, rief er flehentlich mit einer
seltsam echt klingenden panischen Unterton. Ich wollte ihm glauben, wirklich. Ich sehe jedenfalls, dass es nicht so ist, wie ich dachte, antwortete ich ängstlich. Teils verbittert. Ich und mein ewiges Pech. Der erste und letzte Kerl, den ich komplett verfalle, entpuppte sich als verdammtes Motherboard auf Beinen. »Nein, nein, da liegst du falsch«, begann Jason und unterbrach sie. Er lächelte verlegen. »Moment, hast du komplett verfallen gesagt?« Mein Kardioimplantat schlug immer schneller, ich errötete. Hatte ich Unrecht? Enthielt dieser Körper aus Bolzen, Drähten und Plastik womöglich noch Überbleibsel des echten Jason Cardales? Wenn sein Vater in der Lage gewesen war, ein synthetisches Herz für mich zu entwickeln, vielleicht hatte er es auch für das Gehirn seines Sohnes geschafft. Die Frage war nur, warum? Ja, interessant. Oh. Wie lange soll ich noch warten? Wir kommen ja schon, Dum-Dum. Hey, Dummi, oder wie du auch heißt. Warum hilfst du uns überhaupt? Ich helfe euch nicht. Hier wird schon ordentlich geschossen. Ladies and Gentlemen, Jesse Wells! Da können wir mal überhitzen. Und einen Kurzschluss verursachen. Wer sollte ihn helfen? Lass ihnen keine Chance! Blockiere! Da hinten ist noch einer. Meine Güte. Versuch lieber nicht zu verrecken. Ich glaube, wir haben hier in dem Raum soweit alle. Was ist hier? Komm nicht rein. Keine Ahnung, mit wem du dich anlegst. Okay, da hinten ist noch irgendwo einer. Wir versuchen natürlich auch zu plündern. Alles, was man hier so findet. Das Chaos regiert! Der Maxtech-Weg von Matthias Maddox. Vorwort zur zweiten Ausgabe. Ich hatte das Glück, nach der Veröffentlichung der ersten Ausgabe dieses Buches vielen Menschen mit faszinierenden Geschichten zu begegnen. Ich sprach mit Leuten, die Angehörige an Cyberpsychos verloren haben, und ich sprach mit Verwandten und Menschen, die ich erschossen hatte. Natürlich verlief nicht jedes dieser Gespräche positiv. Nach einer Weile wusste ich, welche Fragen ich von meinen Lesern zu erwarten hatte. Wurdest du je angeschossen? Ja, öfter als ich zählen mag. Welche Festnahme, Tötung war die schwierigste? Der Golden Springs Mail Killer von 2063, mehr Titanknochen und Synthhaut als ein Mensch. Was verursacht eine Cyberpsychose? Ich sag's euch, wenn ich es herausfinde. Dann bei einer Lesung in Haywood stellte mir jemand eine neue Frage. Gibt es etwas, das mich nachts wach hält? Nach kurzem Nachdenken wusste ich, dass die Antwort ist ja. Es mag euch überraschen, aber es sind weder Albträume über ausgeweitete Cyberpsycho-Opfer noch die Schreie meiner brennenden Kameraden. So grausam es klingen mag, an all diese Dinge habe ich mich gewöhnt. Sie gehören zu meinem Job. Was mich des Nachts mit klopfenden Herzen wach liegen lässt, ist die Angst, dass ich selbst eines Tages zum Cyberpsychose-Opfer werden könnte. Die Masse an Cyberware in meinem Körper ist enorm, viel größer als bei den meisten Menschen. Ich habe versucht, den zweifelnden menschlichen Teil von mir zu unterdrücken. Ich bin mir im Klaren darüber, wie zerbrechlich meine Menschlichkeit ist. Dieses Etwas tief in meinem Inneren, das mich zu dem macht, der ich bin. Nur ein einziges schlecht vernetztes Neuron, nur eine Hormonüberdosis, schon wäre es für immer verschwunden. An seine Stelle ein Automat mit nur einem Gedanken, töten. Die Wahrheit ist, dass ich meinen Kopf nie ausschalte, damit ich mich diesen Gedanken nicht stellen muss. Ich kämpfe bis heute gegen diese Dämonen an und habe meiner Frau geraten, eine geladene Waffe im Nachttisch aufzubewahren. Sollte ich eines Nachts plötzlich schreien und Unverständliches murmeln, wird sie mir das gesamte Magazin zwischen die Augen jagen. Anfangs war sie dagegen, aber unsere Liebe ist, ist stark. Nur dank dieses Versprechen meiner liebenden Frau schlafe ich so gut wie nie zuvor. Bringt ihn her, oder ich schnitz ihn selbst auf!
Euro-Dollar. Was haben wir hier? Drei Nachrichten. Transporte-Verlusterklärung. Die Sache ist idiotensicher. Du bekommst die Nummer des Firmentransports. Die gefälschten Papiere sind alle schon drin. Ich unterzeichne die Verlusterklärung vorab. Wenn Zollbeamte so eine Erklärung sehen, wissen sie, dass sie keine Fragen zu stellen haben. Und Firmenvertreter fragen weniger als sonst. Viel Spaß da draußen. Das war von Anthony Gilchrist. Oder Gilchrist. Ich brauche Ihre Hilfe. Verehrter guter Samariter, ich brauche dringend Ihre Hilfe. Mein Name ist Lovisa Kaukonen. Ich habe kürzlich meine Arbeit als Vermögensverwalterin bei Euro Business Machines verloren, weil ich im letzten Mai in einem schrecklichen Unfall geraten bin. Nun sind meine Implantate nicht mehr mit meinem Nervensystem kompatibel. Ich habe die Funktionalität beider Beine, des rechten Auges und der linken Hand eingebüßt. Eine Operation kann ich mir nicht leisten. Meine Tochter ist sehr krank und ihre neugeborene Schwester ist blind und taub. Es ist mein Traum, ihr die Welt zu zeigen, aber ich kann mir keine Behandlung für uns beide leisten. Deshalb bitte ich Sie demütig um eine kleine Spende für neue Kiroshi-Augen, damit mein kleiner Engel zum ersten Mal ihre Mutter und Schwester sehen kann. Ihre Gnade und Großzügigkeit werde ich Ihnen nie vergessen. Sie haben gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Beste Grüße, Nutzer. Dank Ihrer dauerhaften Nutzung von Kiroshi-Produkten haben Sie automatisch an einer Verlosung teilgenommen und wurden für den ersten Preis ausgewählt. Antworten Sie einfach innerhalb der nächsten 10 Minuten auf diese E-Mail, um Ihren Preis zu erhalten. Aber beeilen Sie sich, sonst wird ein anderer Nutzer die Welt mit Thermovision sehen dürfen. Okay. So, wir gehen wieder raus hier ins Getümmel. Was? Das haben wir überhört. Das sind aber Maelstromer. Okay, ich glaube, wir sind hier safe jetzt. Okay, das ist Brick. Den sollen wir befreien. Ah, der Zünder. Der Zünder ist scharf. Wir entschärfen den mal. Wir denn hier oben? Wie kommen wir denn hier rein eigentlich? Kann man das hacken? Deaktivierung. Ah, alles klar. Gott, das war eine verdammte Ewigkeit. Deck schickt uns. Sind irgendwie deinetwegen hier. Tag abholen, die Dex von dir gekauft hat. Solltet ihr mich befreien? Nö. Nur den Bot abholen. Das klingt nach Dex. Warst du lange eingesperrt? Warst du lange da drin? Ja, ein paar Tage vielleicht. Ein paar loyale Typen haben mir was zugeschmuggelt, wollten helfen. Royce hat sie in den Trockner gesteckt und mich zugucken lassen. Du schuldest uns was? Sieht aus, als hätten wir deine Haut gerettet. Hombre, du schuldest uns was? Ach, mal langsam, okay? Ich kümmere mich drum, aber gerade ist es echt schlecht. Wenn wir uns wiedersehen, werde ich mich daran erinnern. Okay, cool. Das ist, glaube ich, nicht schlecht, einen gut zu haben bei ihm. Kommst du alleine klar? Du kommst sicher klar?
Das ist mein Zuhause. Mach dir keinen Kopf. Okay, wunderbar. Gut, Leute, wir sind am Ende der Folge angelangt. Wir machen in der nächsten Folge weiter und versuchen hier aus All Foods herauszukommen. Ja, den Flathead haben wir und alles andere wird sich dann ergeben. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.